Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin heute beim Christoph 18, der stationiert in Ochsenfurt. Und wie ihr seht, haben wir echt mega geiles Flugwetter. Und ich nehme euch natürlich jetzt nochmal mit zu einem Einsatz. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß in der Folge. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann, viel Spaß. Für uns ging es dann von der Station aus Richtung Schillingsfürst. Das ist Luftlinie ungefähr 44 Kilometer entfernt. Flugzeit beträgt ungefähr 12 Minuten. Und zwar in eine Ortschaft namens Dreisdorf. Dort war eine weibliche leblose Person im Haus aufgefunden und die Einsatzmeldung hieß Reanimation. Leitstelle für Christoph 18 kommen. Leitstelle hört. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Schillingsfürst. Ankunftszeit ist 12.03 Uhr. 12.03 kommen. Verstanden. Guten Flug. Rechts von uns ist es. Gib mal eine Kurve. Schauen wir uns das mal von oben an. Da direkt auf 1 Uhr unter uns. Das ist der RTW. Da werde ich direkt hier auf der Wiese landen.
Mach schon mal Landing Light an. Ja, der RTW war schon vor Ort und kurz nach der Landung, als die Crew sich auf den Weg gemacht hat, bekam ich durch die Leitstelle den Funkspruch Einsatzabbruch. Kurz und knapp, das bedeutet, also kann vieles bedeuten, also entweder Patientin verstorben oder sie wurde wiederbelebt und ist stabil und wir wurden halt dadurch nicht mehr gebraucht. Und dann haben wir automatisch den Status 1, das bedeutet halt einsatzbereit über Funk, und dann machten wir uns halt auf den Weg zurück zur Station. Christoph 18 für Leitstelle kommen. Christoph 18 hört. Einsatzabbruch kommen. Das ist verstanden, Einsatzabbruch. Thomas, Einsatzabbruch. Machen wir noch unsere Checks. Area Check. Clear. Overhead Check. Auch clear. Landing Light ist on. Ignition Light ist on. Probe Light on. Position Light on.
Christoph 18 für Leitstelle kommen? Christoph 18 hört. Folgeeinsatz. Wind verschüttet. Es geht nordöstlich Richtung Burg Bernheim. Ortschaft Hornau. Wir übernehmen. Beim Folgeeinsatz waren wir unmittelbar in der Nähe von der Ortschaft Hornau. Flugzeit waren 4 Minuten. Nähere Informationen waren: Kind 7 Jahre alt, verschüttet durch Heuballen und schwer verletzt. Das sehe ich auch schon, Krankenwagen. Das Fahrzeug von der Feuerwehr und das Feuerwehrauto hier. Okay, dann werde ich direkt vor den Silos dort landen. Landing Light ist on. Als wir am Einsatzort angekommen sind, hatte bereits die Freiwillige Feuerwehr von Hornau das Kind unter den Heuballen befreit gehabt und somit konnte dann unser Notarzt mit den Untersuchungen anfangen und gab auch sehr schnell dann Entwarnung. Das Kind hatte Gott sei Dank nur Schürfwunden am Bein und der linke Fuß war etwas verstaucht. Trotzdem entschied sich der Notarzt, den kleinen Patienten mit dem RTW ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen zu bringen und wir konnten dann dadurch nochmal zurück zur Station fliegen. Check. Hier, Overhead Check. Auf 3. Articulation Light ist on. Landing Light. Auch on. Beide Engine im Flight Modus. Okay, dann können wir los. Ab zurück zur Station.
100 feet. Thank you.